Zuletzt bei Zelda The Adventure of Link 2. Nun waren wir schon auf dem Weg zum fünften Tempel und wo wird er sich natürlich befinden? Über das Wasser. Und dort kommen wir nur mit den Schuhen vom vierten Dungeon hin. In diesem Dungeon gibt es einige neue Bekannte, die wir schon zuvor immer gesehen haben, aber es gibt eine tückische Stelle hier. Und zwar muss man durch eine Wand laufen, um an die andere Seite zu kommen. Was zum Teufel? Wer dachte sich denn sowas aus? Woher sollte man das herausfinden? Jedenfalls gab es dahinter das versteckte Item, die Flöte. Dann kamen wir auch schon zum Boss. Der Boss, der sah ein bisschen, naja, kräftiger aus, als man hätte gedacht, aber er war auch recht schnell zu besiegen. Mit einem paar schönen Hieben auf den Kopf oder zumindest auf die Brust. Und danach hatten wir noch einige Zeit gehabt, um ein bisschen aufzuräumen. Wir hatten ja dann die Flöte erhalten und konnten den schwarzen Menschen, schwarzen Helden, jedenfalls wegzaubern. Und dadurch kamen wir an einer neuen Gebietsstelle heraus, wo wir natürlich das allerletzte Herzteil fanden im Wasser und zusätzlich noch die letzten Magien abholten, die wir brauchten. Und somit gingen wir nun zum nächsten Dungeon hin und der erwartet uns in diesem Part. Nur was passiert? Wir wissen es nicht. Es wird nun Zeit für den vorletzten Dungeon, meine Lieben. Wir sind jetzt hier in diesem Kristallpalast drin, der ganz schön unterschiedlich gefärbt ist. Und da wir unendlich Schlüssel haben, gehe ich auch gleich einfach straight up durch den Dungeon und Alter, diese Gegner, ne? Ja, ich liebe dich. Schon die Hälfte der Leben fast verloren. Ja, läuft ja. Oh, natürlich der. Oh, Junge. Komm schon. Stirb! Okay, den haben wir. Aber die Hälfte des Lebens ist egal. So, hier nehmen wir mal Jump Boost, weil ich möchte hier nicht runterfallen. Dankeschön. Oh, hier ist noch so ein Dulli. Wisst was? Ich ignoriere dich jetzt einfach eiskalt. Oh mein Gott, Geister. Geister, Weißbrot und Geister. Oh Gott, lass mich durch. Und übrigens, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, ne? Ah ne, ja, und abonnieren natürlich auch. Oh Gott, hier brauche ich Jump. Weil die Chose tue ich mir nur an, weil ich Bock drauf habe irgendwie schon. Ich kann es nicht leugnen. Au, nicht leugnen. Deswegen tue ich mir mal selbst gerne weh. Ah, gib mir mal Jump. Aua. Au. Alter, das gibt's doch wohl gar nicht. Muss mich heilen. Lass mich doch einfach durch. Ich geh erstmal, wie gesagt, straight up. Was? Was passiert hier? Dich kennen wir doch. Freundchen, wie kommst du denn schon wieder hierher? Hab ich den jetzt two-shottet? Warum krieg ich einen Schlüssel? Ich hab den unendlichen Schlüssel-Dingsbums, oder nicht? Ja. Okay. Ach, und das Dungeon-Item. Ja, Leute. Läuft doch. Dann fehlt uns nur der Boss, den wir klatschen müssen. Das gibt's doch nicht. Stirb jetzt endlich. Nein! Toll. Was? Ich habe aber auch eine Reaktionszeit wie eine Schnecke, ne? Hallo, ich falle. Hä? Was? Nochmal bitte. So. Ich bin auch zu schlecht. Oh Mann, wo geht's denn? Wir gehen einfach durch. Also, oh nee, nicht schon wieder so Neid-Typi. Nein! Ah, ey, der ist doch übertrieben!
meine Güte. Och, die Pferdeköpfe auch noch. Ja, die haben mir gefehlt hier. Nein! Oh. Ich lebe noch. Vergiss es. Au! Danke, Spiel. Ey, das ist doch irre. Das ist doch der blanke irrsinnig. Oh, das ist doch nicht normal, das Spiel. Also, wenn mir erzählt, das Spiel ist normal, ne? Das ist es nicht. Müssen wir hier eine Fee vielleicht sein? Ich weiß halt nicht, ob die Fee irgendwann abläuft. Deswegen fliege ich hier einfach so schnell drüber. Aber anscheinend nicht. Oh, nee. Du, Bruder. Das mach mal mit dir selbst aus. Aua. Wie jetzt noch ein Bossfight? Was? Ey, Boss-Wash-Time oder was? Ich brauche auf jeden Fall das Schild. Ey, der Boss ist ja easy. Gib mal her hier. Der Profi ist am Start. Warte mal, da hinten gibt's doch safe was, oder? Komm, machen wir Jump. Wenn es da hinten nichts gibt, ne? Oh Mann, stirb doch jetzt! Dankeschön. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich laufe einfach weiter. Ey, das. Den Fairy sauber machen. Denn ich möchte gerne wissen, was an dieser Lücke ist. Ist mir egal, wegen dem einen Tod, das ist jetzt nicht schlimm. Und hier ist der Bossraum. Alter Leute, easy, wir machen den Boss jetzt weg. Jetzt wird der Boss geklatscht, Leute. So, wer ist er? Oh, lol. Der ist ja nicht so schwer. Doch, wenn man zu wenig Leben hat, schon. Hallo? Hä, Link? Hä, Link, hallo? Jetzt, ihr kriegt das nicht hin? Der Boss ist mir zu schwer. Ein Leben nur. Ich hab gewonnen. Auch wenn ich nur ein halbes Herz hab, ich hab gewonnen. Ich weiß nicht wie, aber es ist auf jeden Fall siegreich gewesen. Als ob. Und das ist der letzte, vorletzte Dungeon gewesen. Und der letzte Kristall ein sich. Nice, Leute. Denn ihr seht's unten, 0 Kristalle sind mir offen. Wir können uns jetzt auf zum nächsten Tempel und damit den letzten Tempel begutachten. Und ja, komm, hier nimm nochmal Attack, weil Baum. Und wir haben noch was Schönes. Wir können jetzt endlich mit dem Kreuz wahrscheinlich zur Stadt, die so lange, naja, im Verborgenen war. So, aber ich würde sagen, ja, auf zur Stadt. Wenn uns nicht ständig irgendwelche Viecher angreifen würden. Meine Lieben, nicht wundern. Hier vorne, oh mein Gott.
Oh, müssen wir nochmal durch. Oh, lass mich doch einfach durch hier. Und zwar gibt es hier noch eine schöne Sache, die wir abholen. Und zwar habe ich mir die Sachen extra übrig gelassen, außer leider den einen. Den habe ich dann zu spät mitgekriegt. Dass das ein One-Up war. Denn wir werden uns hier hinten noch ein One-Up schnappen. Diese Fische, ne? Diese Fische. Ach, Freunde der Sonne, sterben Sie mal bitte. Ey, das gibt's doch nicht. So, ich habe euch ja alle One-Ups gezeigt, außer das eine One-Up, das tun wir jetzt mit. Damit ich wenigstens 4 Leben habe beim letzten Dungeon. Sonst haben wir jegliche One-Ups leider schon eingesammelt, habe ich leider nicht mitbekommen. Dass es jetzt ja zum Ende kommt. Dementsprechend müssen wir gut vorbereitet sein. Und ja, wie gesagt, das war noch das Einzige, was mir jetzt nur eingefallen ist, was wir noch nicht haben. Aua. Ist aber nicht schlimm. Wir haben jetzt 4 Leben insgesamt. Das sollten wir schon hinkriegen. Oder für den Boss? Ich denke, ich gehe mich jetzt nochmal heilen und dann können wir eigentlich schon aufbrechen zum letzten Dungeon. Ja, Leute, es ist soweit. Der letzte Dungeon steht bevor und damit auch der Kampf um alles eigentlich. Ey, wie krank ist das denn? Ich komme nicht mal lebendig an. Freunde, hört auf damit, Alter. Wie unfair will Nintendo das noch gestalten? Raus hier aus diesem Bullshit. Ey, man kommt ja nicht mal 1 Zentimeter ohne zu sterben. So, jetzt hier rüber. Oh, natürlich kommt der ohne. Oh, ey, wie haben sich die Entwickler das denn gedacht? Alter. Diese Augen machen mir so fertig. Alter. Fucking Genius. Ey, das gibt's ja wohl ja nicht. Können die scheiß fliegenden Bumsaugen weggehen, bitte? Ey, das ist ja das Stressigste, was es hier gibt. Ey, da habe ich jeden lieber Gegner lieber als diese scheiß hässlichen Augen. Ja, das ist doch nicht dein normaler Ernst, ey. Link, bitte. Töte es. Dankeschön. Oh, wisst ihr was? Nimm Schild. Ey, wie schrecklich ist das Spiel, bitte? Stirb. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Oh, oh. Mach dein fettes Auge auf. Komm, mach dein Auge auf, los. Komm. Oh, Alter. Oh, Leute, ich muss die Augen killen. Das geht nicht anders. Diese blöden Augen, ich hasse sie einfach. Die gehen mir so auf den Piss mit ihrem blöden fucking Rumfliegemüll hier. Hört doch auf mit dem Scheiß. Oh, ich hab nicht mal mehr ein Leben. Ey, Leute, ich fang langsam an, die Entwickler zu hassen. Dankeschön. Alter, lass mir einfach hier raus. Oh. Ja, 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 ja. Damit, Junge! Oh, ja. Was ist das für ein Spiel? Ich habe überlebt. Oh mein Gott, jetzt kommen die auch noch. Ciao. Bruder, muss los.
Nee. Einfach nein. Oh mein Gott, wir sind am Tempel. Das ist doch der krank. Das ist doch der krankeste, was es gibt auf dieser Welt. Ich muss den Tempel noch machen. Ich will danach den Spinni wieder anfassen. Aber bevor ich das nicht mehr anfasse, müsst ihr erstmal ein Like da lassen und um nichts mehr zu verpassen, gerne abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir werden den letzten Tempel hoffentlich denn dort machen. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns bis denne und tschüss.